Ja, unser Word-Bildschirm fangen wir mal ganz rechts oben an. Also die Schaltfläche, die kennt, glaube ich, jeder. Wenn ich hier auf das X klicke, dann schließt sich dieses Word wieder. Bei dieser Schaltfläche hier kann ich den Bildschirm maximieren. Ich habe das jetzt hier nur verkleinert, um nur einen bestimmten Ausschnitt filmen zu können. Und hier kann ich das Programm dann unten in die Taskleiste ablegen, und wenn ich unten in die Taskleiste wieder draufklicke, dann erscheint dieses Programm wieder. Ja, hier oben, das ist die Titelleiste. Hier steht immer, wie das Dokument heißt. Wenn das Dokument noch nicht gespeichert wurde, steht hier standardgemäß Dokument 1 nach dem Abspeichern der jeweilige Dateinamen, unter dem wir es gespeichert haben. Ja, dann hier finden wir das Menüband. Standardmäßig ist das Startregister aufgeschlagen mit den häufigsten Befehlen. Und hier haben wir dann unter Einfügen, Seitenlayout, Verweise und so weiter noch weitere Befehle. Hier auf der Seite und oben, da haben wir das Lineal. Hier kann man dann ungefähr sehen, an welcher Stelle man sich befindet. Wenn man jetzt hier zum Beispiel mit einem Tab-Stop arbeitet, dann sieht man hier, befindet man sich auf 2,5 cm. Wenn man den wieder löscht, Rücktaste, dann befindet man sich hier wieder am Anfang von dem Blattrand. Hier haben wir noch eine Bildlaufleiste. Hier kann man entsprechend draufklicken und die dann rauf und runter schieben, und das ganze Dokument zieht dann entsprechend mit. Hier ist der Zoom-Regler. Hier kann man das Ganze nach links und nach rechts schieben. Man kann aber auch auf Minus und auf Plus klicken. Wenn man den Fensterinhalt noch größer macht, als man jetzt, als jetzt die beiden Ränder hier da sichtbar werden, dann sieht man übrigens auch, dass hier ebenfalls eine Bildlaufleiste erscheint, um eben hier zum anderen Ende zum Dokument zu kommen. Und wenn ich hier also nach links schiebe, sehe ich den rechten Rand nicht. Und wenn ich es dann rüber schiebe, dann habe ich den dann auch wieder im Blick. Oder ich mache, wie gesagt, den Zoom kleiner. Ja, dann hier unten rechts sieht man eine kleine geriffelte Fläche. Immer wenn irgendwo etwas geriffelt ist oder vielleicht Striche hat, dann ist es so ein Anfasspunkt. Wenn ich hier mit der Maus drauf gehe, dann sehe ich auch schon diesen kleinen Doppelpfeil. Wenn ich die linke Maustaste gedrückt halte, dann sehe ich auch, hier habe ich die Möglichkeit, dieses Word-Fenster noch individuell zu vergrößern und zu verkleinern. Ich schiebe das mal wieder ganz genau hin. So, ganz unten habe ich noch die Statuszeile. Hier sind zusätzliche Informationen enthalten, auf welcher Seite ich mich befinde, in welcher Zeile. Hier befinde ich mich also in der Zeile 4, und hier würden dann auch sogar die Wörter gezählt werden. Wenn mir das nicht reicht, kann ich mit dem Rechtsklick hier noch weitere Anzeige, Einstellungen hinzufügen. Dann hier rechts unten haben wir das Seitenlayout, dann Vollbild-Lesemodus, das sieht man jetzt leider nicht. Hier geht das Word auf den ganzen Bildschirm auf. Dann habe ich hier noch ein Weblayout, wenn ich mit Word Webseiten gestalten möchte. Ich habe eine Gliederungsansicht und eine Entwurfsansicht. Ich stelle das mal wieder auf das Seitenlayout. Und damit hätten wir es jetzt vorerst noch. Das hier, was hier so blinkt, das nennt man den Cursor. Und hier haben wir noch die Absatzmarken eingeblendet und die Leerzeichen.